Doch nicht nur die Sonne schädigt übermäßig genossen unsere Haut. Auch ständige Feuchtigkeit setzt sie permanentem Stress aus. Die beste Lösung ist in diesem Falle, den Hautkontakt mit Wasser zu vermeiden. Beispielsweise müssen Physiotherapeuten in medizinischen Bädern die Bewegung ihrer Patienten unter Wasser gut verfolgen können. Ein tiefer liegender Beckenumgang mit Sichtfenster hilft hier, einen Aufenthalt des Therapeuten im Wasser zu reduzieren. Doch auch wenn der Feuchtigkeitskontakt nicht zu vermeiden ist, kann Ihrer Haut geholfen werden. Regelmäßiges Eincremen, speziell der Hände und Arme mit stark fetthaltigen Cremes, reduziert die Gefahr von Hautschädigungen auf ein Minimum. Daneben ist natürlich auch die Verwendung von flüssigkeitsdichten Handschuhen jedem dringend angeraten, der täglich mehrere Stunden in feuchtem Milieu arbeiten muss. Wichtig: Das Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen zählt auch als Feuchtarbeit. Gleichzeitig sollten Sie an arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Warum das so wichtig ist, sagt Ihnen Frau Dr. Jung. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig. Sie dienen dazu, berufsbedingte Erkrankungen oder Berufskrankheiten rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Daher nutzen Sie das Angebot der Untersuchung bei Ihnen im Betrieb. Im Bereich von Bädern spielen das Thema UV-Schutz, Hautschutz und Atemschutz eine sehr wichtige Rolle. Betriebsärzte sind Ihre Ansprechpartner rund um das Thema der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Wenn Sie alle genannten Hinweise verinnerlichen und befolgen, können Sie sicher und gefahrlos Ihrer Tätigkeit in Schwimm-, Lehr- oder Therapiebädern nachgehen.